Kein Paketverlust. Kann ich echt zugeben, ne? Die Chimera, die macht echt Spaß, das ist ein Headshot. Diese Shotguns immer. Ach komm, und er macht mir einen Raketenwerfer jetzt 3 Abschüsse oder was? Ist halt aber auch der leichteste Raketenwerfer. Und trotzdem macht er sich. Sag ich halt, der leichteste Raketenwerfer. Ja, ja, aber mich ärgert's, dass ich hier eben gefühlt gar keinen geschafft habe. Ja, du hast ja einen schweren Raketenwerfer. Ja, ich ja nicht für ich. Wir können ja trotzdem ein paar Mal dazu kommen. So auf Ehrenbruder-Basis. Flupsi. Ja. So, aber wenn es Herrschaft ist, habe ich ja eigentlich eine bessere Chance. Oh mein Gott, dieses Geräusch bei Hedys Leuten. Boah, schade. Vermieden. Auf nach 5. Los, Geschütz! Ratter, ratter, ratter! Das sind 2 Schuss am Spiel. Chat, als wenn ich in Ghost zurück wäre. Es werden Mütter und Väter massiert. Shit. Mütter und Väter werden gleichermaßen massiert heute. Oh mein, ich liebe diese Waffe, Mann. Ich liebe es so. Das Visier. Jetzt mal Retalk, Chat. Es ist so unnormal. Du kannst doch kein besseres Visier für so eine Waffe haben. Es geht doch einfach gar nicht. Wie willst du durch ein Visier besser durchgucken können als durch das hier? Der Recoil ist perfekt. Einmal geblendet werden. Schade. Kann man das automatische Waffenwechsel umstellen? Inwiefern umstellen? Ja, wenn meine Waffe leer ist, switcht es automatisch zur anderen. Ja, das kannst du ausstellen. Er bleibt dann auf der leeren Waffe, es sei denn, du tauschst selber. Das ist gut, weil ich will ja mit Raketen mehr verschlagen, wenn ich das. Er wechselt dann automatisch die Waffe. Nee, das geht nicht durch. Shit. Boah, der dritte Headshot. Guckt euch das an. Diese Waffe ist einmalig. Diese Waffe, ich werde sie für immer lieben. Für immer. Die ist ziemlich stark. Du brauchst halt auch keinen unnötigen Aufsatz verschwenden. Ich habe nur den Shark Feed drauf, weil der Anfänger-Zielstabilität oder so. Wir brauchen die B-Flagge, Jungs. Auf dem Weg. Ich bin drauf. Haben wir? Stark. Versuch's mal mit A. Den hab ich hier. Mr. Place mit seinem Schild. B hab ich. Eier auf dem TV? Bist du bei Twitch durchgegangen oder was? Ach, das ist ja gar nicht die Bohrladung. Auf doof. Nein, jetzt hat er nur. Hier spielt aber auch viel Pech in der Runde mit rein. Jetzt spielen sie Shotgun. Er ist da drin, ne? Unten links. Es ist wie in Ghost-Zeiten. Es ist wie in Ghost-Zeiten. Bist fast am Pennen? Um die Uhrzeit? Oh, sorry. Aha. Der wurde zu schwach. Wir brauchen Flange. Jetzt auf B, jetzt auf B.
Shit. Wenn nicht jeder von denen jetzt eine Shotgun hätte. Nein, keine Muni mehr. Schade, 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 Mama. Oh mein Gott, ich liebe diese Waffe. Schade. Alter Falter. Ja. Geh weg. Links. Oh mein Gott. Chat, ich bin unsterblich mit der Waffe. Ich bin unsterblich. Ich bin unsterblich. Und so sah Ghost 3 Jahre bei mir aus, in normalen Lobbys. Oh mein Gott. Chat, ich glaube, dass wir das Ganze hier für YouTube nehmen, die Runde. Oh ja. Ich glaube, die ist für YouTube perfekt. Weil du auch nur die ganze Zeit dich flaggen wolltest. Umso länger, umso mehr Zeit habe ich. Kein Zwischenstand, ich will gleich mal gucken. Das 45 Schuss Magazin ist es auch. Also definitiv. Ach, 30er. Ab wann kriegst du das 45er? Relativ am Ende. Schade. Es sind so viele Erinnerungen, die hier hochkommen. So viel Liebe für Call of Duty Ghosts. Ein Game, was viele nicht mögen, aber was für mich immer das Beste aller Zeiten bleiben wird. Oh, der liegt, einer liegt bei B? Ich meine, das Ironside, Leute, alles an diesem Ding ist perfekt. Wirklich alles. Einer von denen, aber B. Ich hab B. Ah, ich hab geguckt, ich hab jetzt nicht mehrere. Ja. Ich bin mit einem reingegangen. Wir könnten es gewinnen, wichtig. So. Direkt in der Mitte von B ist jetzt ein Termit. So schnell nimmt das keiner. Ohne große Streaks, ne? Habe ich nicht dabei. So, lass mich hier durch. Die Runde hat Laune gemacht. 110! 51! Alter, war das... Alter, mit Drohne, Konterdrohne und Geschützmann. Ich habe noch nie fast 10.000 Punkte erreicht. Ihr könnt den Schalldämpfer runternehmen, aber ich habe ihn drauf, weil er mir das Feeling gibt, dass es halt die richtige ist. Statt dem Schaft könnt ihr aber theoretisch auch, statt der Mündung könnt ihr auch den letzten Schaft nehmen. Beides machbar.